Ach ja, wir haben ja auch noch eine Leiche rumliegen. Ja, egal, dann bleibt jetzt gerade mal eben liegen. Die sind noch nicht fertig. Okay, was kostet denn so ein Hackklotz? Amboss Holzstapel. Hofvergrößern, komplexe Eisenstücke. Den haben wir noch gar nicht gelernt. Ja, hervorragend. Was brauchen wir denn dafür? Brennholz, können wir schon lernen. Sehr gut. Wir brauchen Holzscheite. Das kriegen wir hin. Die scheinen über Nacht nicht weiter zu brennen, sonst wäre da sicherlich schon was fertig gewesen. So, wir brauchen den Hackplatz. Das passt alles überhaupt nicht. Wir haben quasi jetzt schon keinen Platz mehr für neue Werkstätten. Das ist ja schlimm. So, der erste ist fertig und wir machen aus Holzscheiten machen wir Brennholz. 10 Stück direkt. Okay. Dann lass das doch einfach noch zweimal machen. Wobei ich die nicht alle verbrennen würde gerade. Aber zumindest schon mal... Ja, komm, machen wir 4. Damit wir ein bisschen Brennholz für den Ofen haben. Ein bisschen Eisen haben wir ja. Dann haben wir da schon mal sowas ähnliches wie einen Vorrat. Das wäre ganz geil. Und die Energie hat sich gleich schon wieder. Können wir mit der restlichen Energie noch ein paar Pilze sammeln zum Beispiel. Und dann gehen wir direkt wieder pennen. Manchmal schwierig, das so zu treffen, wie man will. Der Regen hat aufgehört. Sehr vorbildlich. So. Okay, aber wenn Eisen schon mal da ist, Eisen schon mal gesichert ist, das wäre ja schon mal ein Anfang. Ein sehr guter tatsächlich. Dann können wir die Brücke reparieren und so weiter. Oh, dein Werkzeug, rostige Schaufel, ist kaputt. Du musst es reparieren, um es weiterhin benutzen zu können. Gibt es eine bessere Schaufel? Lohnt sich das, die zu reparieren? Oder gibt es sowieso eine bessere? Guck mal, da gibt es schon eine bessere. Herstellen Schaufel 1. Stahlwerkzeug, Schaufel 2. Gut, das dauert natürlich ein bisschen. Aber dann würde ich die jetzt vielleicht nicht reparieren, sondern das hier als nächstes machen. Dann lassen wir die halt einfach kaputt. Das ist okay. Dann arbeiten wir jetzt gerade mal nicht mit der Schaufel weiter, sondern zum Beispiel mit der Spitzhacke. Die müsste ja auch bald zerbröseln. Mit der haben wir ja die ganzen, das ganze Eisen gerade rausgebracht. Yo! Habe ich doch gesagt. Dann hat sich das mit der Spitzhacke auch. Und die Energie ist sowieso jetzt weg. Wir gehen schlafen. Können wir hier eigentlich kochen? Mehlteig, Gebäckteig, Sandwich. Hoher Aufschnitt. Hoher Aufschnitt aus Menschenfleisch natürlich. Beerensaft. Wackelpudding. Was können wir hier machen? Hier kann auch Brennstoff rein. Brot. Aber direkt aus den Pilzen oder aus den Beeren können wir nichts machen, ne? Das ist schade. Na gut, wir gehen erstmal wieder schlafen. Das ist ja irgendwie so ein Hobby hier. Die Energie ist sehr schnell weg. Und sparen auf rote Punkte. So, ich fühle mich so erfrischt. So, ah, das ist gut. Die bringen direkt rote Punkte. 450, das ist doch ein Anfang. So, 18 Barren, sehr gut. Okay, was stellen wir als nächstes an? Wir wollten den Steinschneider bauen und dafür brauchten wir Eisenstücke, glaube ich. Steinschneider. Nee, Nägel. Okay, haben wir überhaupt noch Platz dafür? Wir brauchen Nägel. Wir bauen Nägel. 8 Stück direkt. So. Und der Steinschneider. Er passt da oben auch nicht hin, aber wenigstens hier unten passt er noch rein.
Ja, dann müssen wir wahrscheinlich langsam sogar schon auf die Erweiterung sparen, weil hier wirklich kein Platz mehr ist. So. Hier. Oh. Okay, es gibt auch große Brocken. Kann aus Eisenadern in Bergen gewonnen werden. Wo haben wir denn einen Berg mit einer Eisenader hier? Steinreparaturwerkzeug. Was ist denn das? Lehm. Ah. Von dem Holzteil brauchen wir doch 9 oder sowas. Ja, das müssen wir also 3-mal bauen. Holzplanke machen wir aus Balken. Ja, machen wir erstmal 2 davon. Und dann brauchen wir noch 6 Balken. Ja, es ist genau ein Stamm und dann müssen wir auch bald wieder Bäume fällen gehen. Dann kann die Axt ja auch kaputt gehen. Sehr gut. Dann bauen wir erstmal 2 hiervon. Dann wird einer übrig bleiben, den wir nicht repariert haben. Aber immerhin ein kleiner Anfang. Und guck mal, wir sind bei 25 roten Punkten. Das heißt, wir können bald unser nächstes Werkzeug bauen. Man sieht das hier doch schon bald fast hübsch aus oder so ähnlich. So, da kann man nichts machen. Das ist Stein. Hier können wir was machen. Das da. So. Da können wir was machen. Das kostet auch direkt 2. Dann können wir da unten noch. Kostet 1. Dann haben wir den da noch. Kostet auch wieder 2. Und dann haben wir den da noch für 1. Sind wir noch bei minus 3. Können wir Umrandungen bauen? Hiermit könnten wir Umrandungen bauen. Naja, wir schaffen es aber sowieso nicht mehr heute, das hier alles fertig zu machen. Also es wird dann quasi eine Woche dauern, bis er wieder da ist. Machen wir aber erstmal die Werkzeuge, hätte ich gesagt. Und das dann als nächstes. Das mit den 10 roten sollte recht schnell gehen, denke ich. Da die Energie leer ist, gehen wir jetzt direkt pennen und dann müssten wir uns morgen neue Werkzeuge basteln können. Die Leiche verfällt hier irgendwie gerade, das ist nicht so geil. Verfällt die auch, wenn die da oben drauf liegt? Ich lasse einfach mal liegen. Unseren Token und unser Eisen mit und gehen hier rein und gehen eben pennen. Das hat ja keinen Wert mit der Energie. Wir müssen zusehen, dass wir irgendwie was an Futter bekommen. Das mit dem dauernd pennen gehen, so zum Folgenabschluss ist das ganz cool, aber zwischendurch immer wieder. Ich fühle mich so erfrischt. So, mitten in der Nacht wieder aufgewacht. Wo würde ich am Amboss wahrscheinlich bauen, oder? Ja, das sieht ganz gut aus. Wir brauchen Eisenstücke. Und dann war einerseits kaputt die Spitzhacke und andererseits die Schaufel. Ich würde mit der Schaufel anfangen. Ganz untypisch für mich, aber trotzdem. Die Frage ist, guck mal, wie viele rote das gibt. Die Frage ist, kann ich die kaputten Werkzeuge einfach wegschmeißen und die... Ich kann sie nicht wegwerfen. Och, das ist doch nervig. Dann lege ich die am besten irgendwo drin oder so in die Truhe, dass sie mir von den Füßen weg sind. Macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Hier ist eine Truhe. Komm, hier, kaputte Werkzeuge gehören ans Bett oder so. Keine Ahnung. Erstmal weg damit. Okay, so, das ist das eine. Das andere wäre, wir bräuchten noch ein neues Eisenstück. Wir brauchen hier nochmal Eisenstücke für die Spitzhacke. Machen wir das erstmal und dann bekommen wir auch gleich hoffentlich hier das nächste. Das dauert noch ein bisschen. Bei Technologien können wir aber jetzt hier das da freischalten und dann lass doch einfach eine Grabumrandung. Hier, doch hier. Grabumrandung braucht Balken. Dafür brauchen wir erstmal wieder Holz. Das heißt, wir gehen jetzt ein paar Bäume klatschen. So. Davon brauchen wir ein paar. Das heißt,
heißt, wir nehmen jetzt ein paar davon direkt aus. Dann können wir mehr als eins davon tragen? Wahrscheinlich nicht, oder? Warum mache ich die Stämme eigentlich immer direkt weg? Aus Gewohnheit, okay. Nee. Aber wir können es dahin schieben. Das ist doch schön. Das ist doch hervorragend. Wir sparen uns einen Weg. So. Okay, wir haben drei. Das ist erstmal okay. Ist genug. Reicht. Passt schon. So, wir brauchen Holzplanke. Holzplanke machen wir aus Brettern. Das ist gut. Das heißt, wir machen jetzt einen davon. Wie viele Umrandungen brauchen wir? Achso, wenn man es. Ja, komm, machen wir drei. Fangen wir mit drei an. Energie ist sowieso schon wieder am Arsch jetzt. So, aber für die hat es noch gereicht. So, dann geben wir schon mal unsere Spitzhacke in Auftrag. Die kriegen wir jetzt zwar nicht fertig, aber das macht nichts. Dann geben wir das hier in Auftrag. Drei Stück. Auf Verdacht drei. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar mehr, aber dann haben wir schon mal einen Anfang. Und dann legen wir uns erstmal wieder hin, weil die Energie echt fies weg ist. Wir brauchen ein paar Kochrezepte, die wir auch machen können. Wie war das mit dem Beerensaft? Da war doch Beerensaft, oder? Bringt der was? Ich fühle mich so erfrischt. Gebratenes Fleisch. Können wir das einfach essen eigentlich? Das wäre vielleicht eine Option. Machen wir erstmal hier fertig. Wenn wir das hier produziert haben, sind wir wahrscheinlich sowieso wieder müde. So, das ist fertig. Wir haben zwischendurch aus Versehen hier oben dran gearbeitet. So, haben wir das. Dann bauen wir da unten schon mal zusammen, was wir so haben. Wir bräuchten noch zwei quasi. Da rein, hier rein. Wir sind noch bei minus 1. Wir sind auf 0. Wir brauchen noch zwei davon und dann zwei Kreuze. Noch zwei. Also zwei Balken. Nee, Planken. Das sind Planken. Die anderen sind Balken. Warum auch immer man dafür jetzt extra eine neue machen musste. Eine neue Dingens. Kostet ja 1 zu 1. Es kostet einfach nur mehr Energie. Und unsere Energie ist schon wieder hinfort. Wir haben wieder ein paar Punkte. Können wir was Sinnvolles lernen? Steingrabstein, dafür brauchen wir Blau. Ich erinnere mich noch an damals, dass Blau gar nicht mal so leicht zu bekommen war. Blaupause, ein Ort, um Leichen zu verbrennen. Ja, hätte ich ganz gerne, aber auch da brauchen wir Blau für. Bei Blau brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht zu gucken. Ah, wir können lernen, den anderen Kram rauszunehmen. Das wäre gar nicht schlecht. Wir haben schon 40 Punkte. Ist gar nicht schlecht. Leichen ausnehmen. Ansonsten können wir versuchen. Das hier brauchen wir, um unsere Farm zu erweitern. Ich sag mal Farm dazu. Das müssen wir also auf jeden Fall machen. Dann nehmen wir erstmal das Leichengedöns mit. Glas ist auch vielleicht ganz interessant. Das können wir bei Holz noch machen. Machen wir Blau für, ist uninteressant. Blau, blau, blau. Blau, blau. Bergbau. Eisenerzlager. Sammeln Kohle, sammeln Eisenerz. Ah, damit können wir dann die Dinge auch aus dem Berg quasi schlagen. Da ich noch keine Stelle gefunden habe, also das wird extrem wichtig werden, aber da ich noch keine Stelle gefunden habe, egal. Vielleicht erstmal das hier mitnehmen. Dann sind zwar unsere ganzen roten weg, aber das macht ja nichts. Einfach für die komplexen Eisenstücke, die brauchen wir ja für die Erweiterung hier.
Dann schauen wir morgen mal, was die kosten und ob wir unser kleines Lager schon erweitern können. Wir werden sehen. Ich fühle mich so erfrischt. Und es ist Nacht, deswegen fühlen wir uns erfrischt. Genau deswegen. So, komplexe... Ah, Moment, da war auch noch der neue Amboss bei, ne? Ofen, hölzerner Amboss. Amboss, bauen wir 4 Eisenbarren für. Gut, die sind ja in Produktion, das kriegen wir hin. Lass Holz schlagen. Wir brauchen Holz für diverse Dinge. Und hier sind keine Bäume mehr. Den da können wir hoffentlich prügeln. Ja, den können wir prügeln. So, und dich da auch? Ja, dich können wir auch mitnehmen. So, dann legen wir uns den irgendwie taktisch dahin, damit wir ihn direkt mit hochschieben können. Müssen wir nur einmal laufen. Finde ich eine sehr gute Idee. Ja, okay, aber die 2 Meter, die schaffen wir auch so. Das ist in Ordnung. Das passt schon. So, da ist der nächste Eisenbarren. Wir brauchen noch einen für den Amboss. Holz. Moment. Gibt es... Moment. Hier. Nein, nicht da. Hier. Dafür brauchen wir blau. Das ist Quatsch. Aber Grabsteine, Weg. Es gibt auch aus Stein schon Grabsteine. Die machen wir doch wahrscheinlich da vorne, oder? Ein Stein. Eisenerz. Ah, Eisenerz. Okay. Grabstein. Viele brauchten wir. Lass doch mal 2 machen und dann gucken wir einfach mal weiter. Ich denke mal, dass die mehr bringen als die Holzteile. Vor allen Dingen bringen die mehr rote Punkte. Das ist cool. Und wir sollten uns dann vielleicht auch mal im Untergrund umschauen. Der hat ja sowieso nur 2. Plus 1. Der bringt aber 2. Ach so, der ist schon so vergammelt, dass das... Ja, okay, verstehe. Kann ich den wieder wegnehmen? Weil das bringt ja dann quasi nur die Hälfte. Sehr gut. Steinkreuz. Das müssen wir wahrscheinlich erst reparieren. Ja, richtig, die wollten wir noch reparieren. Wie viele Steine brauchen wir? 1, 2, 3, 4 und ein Holz. Okay. 4 und ein Holz. 4 kommt da ja sowieso, glaube ich, bei rum, ne? So, der ist hübsch. Sind schon bei 4. Genau, 4 und 1. 4 aus Stein, einer aus Holz. Und dann irgendwie ein kleines Kreuz für... Können wir vielleicht ein Kreuz einfach versetzen? Sodass ein... So ein Steinding mehr Sinn macht? Ja, hier zum Beispiel. Also... Wir können ja hier nur die minus 1 ausgleichen quasi, weil der Rest schon weggegammelt ist. Und er ist bei 0. Sehr gut. Okay, wir brauchen ein Stein hier Dingens, Grab obendrauf, Verzierung. 4 Steindinger hier. Davon wollen wir ein. Wir können mehr in Auftrag geben. Sehr gut. Ach, da brauchen wir Lehm für. Ich habe keine Ahnung, wo wir Lehm herbekommen. Okay, dann bauen wir das Ding jetzt schon mal. Und haben keine Energie mehr. Dann brauchen wir eins davon. Dafür brauchen wir Balkennägel. Das heißt, wir brauchen einen davon. Einen davon. Und einmal Nägel. So, haben wir das schon mal eingeplant. Wir gehen jetzt schlafen und tanken Energie und produzieren dann hier morgen fröhlich durch die Gegend.
Und nach Bärensaft wollten wir noch gucken. Das machen wir vielleicht morgen früh erstmal als erstes, also mitten in der Nacht quasi.